230 Mitarbeiter werden bald auf der Straße sitzen. Ihr habt richtig gehört, der Modehändler Madeleine ist pleite und geht in die Insolvenz. Und damit moin zusammen, wenn du neu bist und kritischen Content magst, ein Abo da lassen. Und wir sehen das hier. T-Online berichtet vor einigen Tagen darüber, fränkischer Modehändler. Ist insolvent. Ein Investor wird jetzt gerade gesucht. Man kann natürlich nur die Daumen drücken, dass das Ganze funktionieren wird. Aber ich habe wenig Hoffnung. Und man hat jetzt hier beim Amtsgericht führt, die Insolvenz bzw. das Insolvenzsanierungsverfahren und so weiter in Eigenverantwortung oder Verwaltung beantragt, ob das Ganze was bringen wird, wie es ablaufen wird. Wird die Zeit zeigen, wir kennen das. 230 Beschäftigte für mindestens drei Monate ist das Geld bzw. sind die Löhne noch gesichert. Und ich hoffe und drücke allen die Daumen, dass sie wirklich einen anderen Job noch finden. Wir gucken uns das Ganze auch an, weil ich ehrlich gesagt diesen Händler nicht kannte. Ich glaube, es mal gehört zu haben, kann ich mich aber auch irren. Und dann sehen wir hier die Last Chance Summer Sale, bis zu 80% Rabatt auf viele Styles heißt es hier. Und da klickt man natürlich ganz interessiert rein. Und junge, moderne Mode würde ich jetzt als nicht so modebewusster Mensch dazu sagen. Also von daher, warum ist dieses Konzept nicht aufgegangen? Liebt es vielleicht daran, dass hier ein Pullover 79,99 Euro kosten soll? Ich frage für eine Freundin, so nach dem Motto. Aber jetzt mal im Ernst, sind das normale Preise? Sind das tatsächlich normale Kleiderpreise? Eine Hose 52 Euro, reduziert von 130 Euro. Wer hat denn die Möglichkeit, für 130 Euro einen Butz zu kaufen? Was hier die Sachen kosten. Da, wir sind doch im Sale. Ne? Ja, richtig. Hier, 35 Euro kostet jetzt hier noch die Jogpens anstatt 120 Euro. Wir gucken mal im normalen Bereich. Unter Neu werden wir bestimmt was finden. Hier ein Shirt. 60 Euro. So, ich scrolle jetzt einfach mal hier nochmal durch. Jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Nanker auf dem Hemd für 80 Euro. Das hört sich doch nach einem Schnapper an. Warum steht da eigentlich bei so vielen Sachen immer ab davor? Wann wird denn das teurer, wenn das Ding größer ist? Okay, krass. Habe ich auch noch nicht gesehen. Auch 95% Viskose, 5% Elastan. Jo, wer tragen möchte... Was? 280 Euro? Kurzjacke mit der. Also, ich bin gerade fasziniert. Ich glaube, wir müssen mal ein Special-Video darüber machen, was Kleider heutzutage kosten sollen. Ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr bei diesem Händler was für euch gefunden habt oder hättet. Also, ich finde es krass. Hier auch Material 100% Polyester. Ja, wer Plastik gerne am Körper hat, kann sich das natürlich holen. Schreibt eure Meinungen rein, aber es ist doch nur, abschließend nochmal zu der Nachricht, ne? also ohne da jetzt den Mitarbeitern zu nahe treten oder sonst was, das ist doch wieder mal der Supergau. Das sind wieder ein paar hundert Stellen, die bald auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein werden, also sprich die Mitarbeiter, nicht die Stellen in diesem Unternehmen, weil es das Unternehmen im schlimmsten Falle nicht mehr geben wird. Oder wird es eine Rettungsaktion geben, die auch funktionieren kann, wie bei Mode Adler beispielsweise fällt mir da ein, oder wird es gegenteilig laufen, wie bei zahlreichen anderen Modehändlern, dass es nicht funktioniert und dass sie wirklich komplett weg sind. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.